Mindener Tageblatt. Liebe Leserinnen und Leser des MT, diesen Beitrag brauchen Sie nicht zu lesen, denn ich werde Ihnen erzählen. Mein Name ist Gisela Krone, ich komme aus Minden und bin Märchenerzählerin. Hören Sie nun zwei kleine Weisheitsmärchen. Das erste Märchen stammt aus China. Eine alte Frau besaß zwei große Schüsseln. Die hingen zu beiden Seiten einer langen Stange, die sie quer über ihre Schultern trug, wenn sie ihm damit Wasser holen ging. Die eine Schüssel hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Nach dem langen Weg vom Fluss bis zum Haus der Frau war die Schüssel mit dem Sprung immer nur noch halb voll. So geschah es nun Tag für Tag, 2 Jahre lang. Immer brachte die Frau nur 1,5 Schüsseln Wasser nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich mächtig stolz auf ihre Leistung. Aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt, weil sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie eigentlich gemacht worden war. Nach 2 Jahren, die ihr vorkamen wie ein einziges, endloses Versagen, fasste sich die Schüssel ein Herz und sprach zu der Frau: »Ich schäme mich wegen meines Sprungs, aus dem auf dem ganzen Weg bis zu deinem Haus immer Wasser läuft.« Die alte Frau lächelte und sagte: »Ist dir schon einmal aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen und auf der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers, oder besser gesagt, deiner Einzigartigkeit bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Und so konnte ich in den letzten 2 Jahren diese Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genau so wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus nicht beehren.« Die zweite Geschichte ist von Nasreddin Hoxha. Hoxha lebte im 13. Jahrhundert in der Türkei. Bei uns nennt man ihn zuweilen den türkischen Eulenspiegel, denn schlagfertig, scharfsinnig, scharfzüngig, so nahm er die Unzulänglichkeiten seiner Zeitgenossen aufs Korn und hat uns viele herrliche Anekdoten hinterlassen. Einer der Armen der Stadt hatte sich ein Stück Brot verschaffen können. Wie er nun so darüber nachdachte, wie er es anstellen könne, eine kleine Zuspeise zu erhalten, kam er an einem Gasthof vorbei. In dem offenen Lokal war der Koch gerade dabei, das Essen zuzubereiten. Der Fleischkessel dampfte und verströmte einen herrlichen Duft, der auch unserem Armen in die Nase stieg. Er trat näher, beugte sich über den Fleischtopf, brach sein Brot und ließ jedes Stückchen davon von dem Dampf bestreichen. Diese seltsame Art, sein Mahl zu halten, verblüffte den Koch, und er schaute ihm schweigend zu. Doch als der Arme sein Mahl beendet hatte, da forderte der Koch ihn auf, das Essen zu bezahlen. Der Arme versicherte, nicht einen Bissen von der Fleischspeise verzehrt zu haben. Aber der Koch kannte keine Gnade und schleppte ihn vor den Kadi. Dieses Amt hatte zur Zeit der Hoxha inne. Der Hoxha hörte den beiden Männern aufmerksam und geduldig zu. So ist, wie es sich für eine ordentliche Gerichtsverhandlung gehört.
Dann zog er 2 Silbertaler aus seiner Tasche und winkte dem Koch, näher zu kommen. Spitz die Ohren, sagte er und klimperte dabei mit den Geldstücken in seiner Hand. Vernimm den Klang des Geldes und dann scher dich fort. Der Koch protestierte. Das ist doch keine gerechte Verhandlung. Doch, sagte der Hodja, mit diesem Urteil ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Denn wer den Duft des Essens verkauft, hat lediglich Anspruch auf das Klimpern des Geldes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen in dieser schweren Zeit ganz viel Kraft zum Durchhalten und bitte bleiben Sie zu Hause.